Nur 4 Jahre hat es gedauert, bis die Sperrholzspezies von RM ihre 12-Meter-Yacht überarbeitet haben. Die neue hört auf den Namen RM-1270 und bietet allerlei Frisches. Optisch immer noch deutlich als Boot der französischen Werft erkennbar. Dazu zählen die großen Fenster inklusive Panoramascheibe im Aufbau sowie die feste Bugnase und der Multi-Knickspant. Gibt es nun einen sportlich wirkenden negativen Steven und neue Anhänge vom Kunden wählbar. Bemerkenswert vor allem der hydraulische Schwenkkiel mit einem Tiefgang von satten 2,92 Meter. Aufgeholt sind es dann nur noch 1,15 Meter, was wiederum ideal für jede Ankerbucht ist. Weiter im Angebot sind dann noch T- und B-Kiel. Das Testschiff mit Schwenkkiel zeigte sich äußerst lebhaft. Bei 4 Beaufort lockte der Yachttester 7 Knoten am Wind. Die Steuerung allerdings vermittelt wenig Rückmeldung, was Konzentration am Ruder verlangt. Die Amwind-Garderobe ist übrigens recht üppig mit 99 Quadratmetern, die Segeltragezahl dank des relativ geringen Gewichts von 7,2 Tonnen hoch. Unter dem Deck aus GFK-Sandwich mit Schaumkern, dann Sperrholzmöbel mit Beschichtung, deren Farbe der Kunde wählen kann. Die großen Scheiben sorgen für viel Licht, die Doppeltür zum Vorschiff ist neu. Stauräume gibt es in Hülle und Fülle, bei der Stehhöhe sieht es dagegen anders aus. Wegen der schrägen Panoramascheibe heißt es im vorderen Salonbereich Kopf einziehen. Positiv wiederum fällt die überdurchschnittlich gute Verarbeitung auf. Mit 275.000 Euro ist eine segelfertige RM-1270 zwar nicht günstig, doch angesichts der reichhaltigen Ausstattung fair eingepreist. Und dank der Individualisierbarkeit und des eigenständigen Konzepts wird sie ihre Liebhaber finden.